Willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir The Walking Dead. Ja, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Es ist im Store erhältlich und es hat 5 Episoden. Wir werden jetzt hier die Episode 1 spielen, A New Day. Und die anderen Episoden werden noch folgen. Ich bin ein großer Fan von der Walking Dead Serie. Aber auch die Comics schaue ich wirklich gerne. Deswegen ist es für mich eigentlich ein Muss, dieses Spiel zu spielen. Es ist zwar komplett auf Englisch, aber ich denke, so schwer wird das Englisch in diesem Spiel auch nicht sein, dass wir es nicht schaffen. Ich werde es komplett blind spielen. Ja. So, ich gucke aber noch kurz, was bei den Optionen. Audio, genau. Okay, müsste so stimmen. So, dann let's go. Ich bin schon gespannt. Ich habe gerade den Ton vorhin eingestellt. Wollte jetzt nur gucken, ob es übernommen hat. Play. Episode 1. A New Game machen wir. Ich nehme Standard. Okay, und Episode 1. Start. Und jetzt kommt eine Cutscene und ich bin ein wenig leise. Wobei die alle ziemlich interaktiv sind. This game series adapt to the choices you make. Okay. Also der Spielverlauf ändert sich, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Das klingt auf jeden Fall interessant, oder nicht? The Walking Dead. Also ich bin jetzt nicht der Beste im Englisch, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Episode 1, A New Day. Okay, man merkt schon, es ist wirklich wie ein Comic aufgebaut. Okay, vor allem jetzt hier an den Charakteren merkt man es richtig stark, dass es sehr vom Comic inspiriert ist. Der Mann zum Beispiel, den finde ich richtig cool gemacht. Bis dahin habe ich gespielt, dann habe ich jetzt ausgemacht. Also ich habe noch nicht viel angespielt. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Not from not from me. me. 'Cause You guys in your position already said it enough. Ja. Okay, wir können uns schon umgucken. Schauen wir uns mal um. Was können wir hier denn Schönes machen? Wir haben Handschellen an. Das heißt, wir können nicht arg viel machen. Außer hier jetzt gucken ein bisschen. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. You are make. Was? Ich kann es nicht richtig lesen. Making then? You're from Macon then. Ja. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Oh, ein Kopf aus den A real 70ern. shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Okay, wir können uns wieder umgucken. Ah, seine Waffe, Any of oder? that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Okay. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Okay, jetzt wird wütend. Jetzt würde ich aufpassen. Komm in die Schrotflinte und knall den Kerl einfach ab. Ach, fuck you. Okay, er will es nicht sagen. Ich würde gern die Schrotflinte nehmen. Aber gibt's hier noch irgendwas Schönes? Wow. Okay, ziemliches Aufgebot in der Stadt. Beginnt schon die Apokalypse. Nobody knows. Nobody knows. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Okay, ja, das Radio interessiert mich auch nicht. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Tja. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's gotta stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me.
Naja, das ist typisch, oder? Maybe he was innocent. Ja, was auch immer innocent heißt. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Mm-hmm, interessant. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. Okay. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Oh, pass auf. This other time with... Wieso läuft denn der Kerl einfach über die Straße? Okay, jetzt wird's interessant. Uiuiuiuiuiui. Okay, den Kerl hat's anscheinend erwischt. Der Ärmste. Okay, es wird dunkel und er schreit immer noch. Respekt, wer so lange überleben kann. Oh, wir wachen auf. Oh, shit. Ja, du sagst es. Thirsty. Okay, wir haben nur noch die doofen Handschellen. Oh, fuck, my leg. Oh, und er hat sein Bein verletzt. Okay, wir können uns umschauen. Was ist das hier? Why the hell did he have his gun out? Ah, seine Gun, also seine Schrotflinte. Hey, also. Hey, Officer, are you all right? Ich werde hier nicht so rumschreien. Ich würde hier nicht so rumschreien. Okay, Scheibe. Kann ich noch irgendwas anderes machen? Nein, anscheinend nicht. Dann machen wir die Scheibe kaputt, oder? Ja. Dritte gegen die Scheibe. Zack. Episch. Und weg ist sie. Und steig aus. Ja, versuch's doch, Mann. Also, ich soll dich bewegen. Boah, Alter. Ich lese auch nie die Infos, ne? Ja, dann raus mit dir. Alter, wenn jetzt Zombies kommen, der kann doch kaum rennen mit seinem Fuß. Oh oh. Okay, wir können uns bewegen. Die ersten Schritte. In The Walking Dead. Okay. Der will wahrscheinlich die Dinger für die Handschellen holen, oder? So wie ich Schwerverbrecher kenne. So, wir können uns umbewegen. Die Schrot nehme ich mir mal mit. Hey, sag mir nicht, du kommst da nicht runter. Geht doch. Looks empty. Wirklich. It'll be easier to carry with these cuffs off. Ja, okay, dann lass mich dir die Schellen runternehmen. Was ist hier? Ein Stein? Ah, ne, Patrone. Okay, die kann ich ja schon mal mitnehmen. So, dann haben wir wenigstens schon mal eine Patrone. Gibt's hier denn sonst noch irgendetwas? Übrigens, dieses Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure, wie es relativ üblich für ein Telltale-Game ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn man hier rumläuft und Sachen aufhebt. So, schauen wir mal, was der Cop... God damn. Officer, also ich würde nicht zu dem hingehen, der sieht ziemlich tot aus. Ey, das sind die Schlüssel, die nehmen wir uns, ne? So nett, wie wir sind. Aufschließen. Oh nein, oh Gott, du bist so tollpatschig. Dann heben wir sie halt wieder auf. Alter, ich hätte da echt Angst. Ja, ist ja nun mal gut gange. Ist ja nun mal gut gange. Boah, ich muss mir noch an die Steuerung gewöhnen, ein bisschen. Das ist alles ein bisschen umständlich hier. Es bewegt sich alles so schnell. Ist eher für eine Maus ausgelegt. Schöne Armbanduhr. Officer. Oh oh. Okay, unser erster Zombie. Holy shit! Außer den wir angefahren haben. Alter, tritt ihn doch. Tritt ihn doch gegen seinen Scheißkopf. Get away from me! Okay, hinten, da ist die Waffe. Nimm sie. Alter, Alter. Shit. Oh, ey. Das ist der tollpatschigste Typ, den ich ever seen before. Don't make me do this! Okay, ich hab getroffen. Obwohl es nicht danach aussah. Und tschüss, Gehirn. Ja, das war's dann mit dir, ne? Du doofe Zombie. Okay, was gibt's hier Schönes? Stinkt wie Scheiße. Was zur Hölle ist das? Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Oder kann ich nur mit seinem Kopf reden? Okay, dahin. Go get someone! Sieht aus wie ein Kind. There's been a shooting!
Und weg ist sie. Oder er. Oh, das hört sich nicht gut an. Lieber andere Seite gucken. Besser nicht. Mist, zu spät. Okay, Alter, ich werde abhauen, wenn ich du wär. Ja, wär dadurch der doofe Fuß, ne? Ja, und wärst du nicht so tollpatschig, wie du nun mal bist. Verschwinde. Okay, da kommen jetzt richtig viele. Die Apokalypse ist also schon richtig im Gange. Oh oh. Ja, war nett, dich kennengelernt zu haben, ne? Obwohl, die Zombies sind so hohl und langsam. Na, hast du nochmal Glück gehabt, Freundin. Hast aber nochmal Glück gehabt, ey. Hätte gut sein können, dass er stirbt, ne? Okay, Schüsse. Da kämpfen also noch andere Leute über ihr Überleben. Eine schwere Zeit, nicht wahr? Und ich glaube, der weiß noch gar nicht wirklich, was hier gerade abgeht. Der gute alte Herr, dessen Namen ich noch gar nicht weiß. Hm. Hallo? Anybody? Ist hier irgendjemand? Hallo? Everyone here? Ah, ein schönes Baumhaus. Aber bevor wir hier alles erkunden, beende ich hier den Part. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen von The Walking Dead. Auch wenn er auf Englisch ist, denke ich trotzdem, dass dieses Spiel total cool sein wird. Und ja, ich hoffe, ihr wollt mich vielleicht unterstützen. Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben oder fügt es den Favoriten hinzu. Und wenn ihr halt einen Daumen nach unten gebt, dann, ja, dann habt ihr sicherlich eure Gründe. Aber es wäre toll, wenn ihr es irgendwie erklären könnt, warum ihr einen Daumen nach unten gegeben habt. Ich will mich nämlich steigern. So. Also macht's gut. Tschüss.